Herzlich willkommen zum Elfi Highlight mit dem Thema Äpfel. Weil es diesen Sommer recht heiß war, mussten die Bauern Ende anfangen mit der Äpfelernte als auch schon. Uns nimmt es Wunder, was die Solothurner alles über Äpfel wissen. Welche Äpfelsorten kommen euch in den Sinn? Grafensteiner, Gala, Jonathan, Jona, Gold, Berlepsch. Golden Isles, Kläröpfel zum Beispiel. Kanada, Golden, Chess, irgend so etwas. Wie sagt ihr am Kerngehäuse vom Äpfel? Bütschki. Das ist der Strunk oder der Tschunki. Spitzki. Söpsi. Oder Göpsi oder irgendetwas. Mehr als 15 Kilo Äpfel isst der Schweizer durchschnittlich im Jahr. Wie viele Äpfel esst ihr in der Woche? Ja, mindestens 1 Kilo. Also ich komme locker auf die 15 Kilo. Ja, das sind wahrscheinlich etwa 2 oder 3 pro Woche. Ja, schon etwa 1 Kilo. Auch viel zu wenig. Nicht einmal einen, das ist eigentlich eine Schande. Was macht für euch den perfekten Äpfel aus? Die Süßigkeit. Süßigkeit und wie er beschaffen ist. Also saure Äpfel habe ich nicht so gerne, aber die Form ist nicht so, kommt nicht so drauf an. Der perfekte Äpfel ist knackig und sollte nie ein Faul sein. Ja, er muss nicht super schön aussehen, sondern er muss geschmacklich süß sein und einfach vom Geschmacklich her sollte es gut sein. Dass er frisch ist, dass er knackig ist, dass er einen guten Säuregrad hat, dass er ja, dass man ihn im Ofen schmelzen kann, wie die Kanada. Ja, jeder Äpfel ist verschiedene Sachen. Was kann man aus Äpfel alles machen? Ja, Most habe ich eigentlich noch gern. Und Äpfelwehe habe ich auch sehr gern. Ja, von Weihen, Äpfelmus, Äpfelschnitz, Dürren, Rohessen. Ja, recht viel. Äpfelmus, Müsli. Ja, Fruchtsalat. Ja, man ist vielseitig. Ja, sicher mal essen, mal verfüßt oder den Küchen oder den Scramble oder ja, am liebsten ungekocht. Für mich am liebsten ungekocht. Das war es mit unserem Elfi-Highlight zum Thema Äpfel. Und denkt dran, ein Apfel am Tag mit dem Doktor keine Plage.